So, dann herzlich willkommen zur Honigernte hier bei mir am Wirmsitz in Grünwettersbach am 5. August. Wir haben jetzt hier schon ziemlich spät. Die Honigernte sollte man immer dann hinlegen, wenn es abends ist, wegen der Räuberei. Es gibt auch noch die Methode, dass man die Honigernte vor dem Bienenflug macht, also sprich bevor die Sonne aufgeht oder während die Sonne aufgeht, bin ich nicht der Fan von, weil einfach die Bienen dann mit einem leeren Honigraum in den Tag rein starten. Und meine Erfahrungen liegen da leider so, dass das definitiv mehr Räubereikonsequenzen mit sich bringt, wie eine Honigernte zu machen, die halt Richtung abends gelagert ist. Was brauchen wir zur Honigernte? Oh, seht ihr, kommt gerade eine Hornisse. Cool. Die schnappt sich jetzt bestimmt so eine kranke Biene. So, wir brauchen eine leere Kiste. Da kommen einfach nur die Honigwaben rein. Mehr ist das jetzt erstmal nicht. Wir brauchen sauberes Wasser und zwei saubere Honigbesen. Deswegen zwei, weil, stell ich mal vor, wenn jetzt so ein Honigbesen dann irgendwann mal verklebt, könnt ihr übrigens daran feststellen, dass wenn ihr mit dem Honigbesen hier über eure unbehaarten Handballen drüber streicht, wenn das anfängt zu schmieren, dann würden die Bienen da auch kleben bleiben beim Abfegen und dann müsst ihr eben so einen Besen kurz mal ins Wasser eintauchen, danach wieder so ausschlagen. Und ich bin da auch nicht der Fan von den Besen und sofort wieder für die Waben zu benutzen, weil nachher sind doch noch kleine Wassertropfen drauf und deswegen geben wir dem Besen Zeit zum Trocknen nach dem Waschvorgang und haben dann sozusagen noch den zweiten Honigbesen auch dabei. Ich möchte zwar jetzt hier keine Fremdwerbung machen, muss aber halt sagen, dass diese Besenmarke, also ich habe viele Besen probiert für die Bienen- und Honigernte und ich habe keinen besseren gefunden wie diese Besen. Ja, Kunststoff bitte, keine Hühnerfedern nehmen. Ich bin auch, wie gesagt, kein Plastikfan, aber ist halt leider so, dass die Plastikbesen die hygienischsten sind, wenn es jetzt später eben um das Thema Lebensmittelqualität geht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Smoker, den wir allerdings nur ganz, ganz dezent einsetzen, weil Honig nimmt ganz schnell fremdes Aroma an. Und ich rauche zwar jetzt hier nur diese natürlichen Hanfspäne, aber auch die haben halt einen Fremdgeruch und jetzt angenommen, ich pumpe da zu viel rein auf meine Honigwaben, dann darf ich mich nachher auch nicht wundern, dass der Honig halt etwas verfälscht schmeckt. Es gibt noch eine Sache zu beachten und die ist einfach die, wenn ihr die Waben nicht sofort zurücktut nach der Honigernte, dann solltet ihr dem Bienenvolk wieder andere Waben zur Verfügung stellen, weil Hohlräume über Nächte lassen oder auch über Tage lassen kann zu diesem Wildbauverhalten führen. Das zeige ich jetzt einfach mal hier. Ich habe zwar jetzt hier das Glück, dass es an meinem Firmensitz ist, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, also nicht direkt bei mir zu Hause, wo das Wabe hin und her am selben Tag funktioniert. Ne, Moment, das war die Futterkiste. Hier sind sie. Also wenn ich unterwegs bin, bei Kundenhonig ernten, bei den vermieteten Völkern oder auch bei meinen eigenen Bienenständen, dann werden, also wenn ich einen Zweierraum zum Beispiel runtersetze auf nur noch einen einzigen Honigraum, dann ist das ja erstmal so okay. Dann kann man wieder, wenn die Bienen mehr einschleppen, einen zweiten oben drauf setzen. Aber wenn ihr halt nur einen Honigraum zum Abernten habt oder auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt das, was ich gleich vorhab, den ersten Honigraum runter und den zweiten auch ein bisschen was rausnehmen, dann entstehen ja Lücken im ersten Honigraum und der erste Honigraum muss zumindest für mein System immer drauf bleiben und dann nehmt ihr halt solche ausgebauten Mittelwände mit. Natürlich zieht man jetzt beim ersten Mal nicht die schönste raus, war ja klar. Zweiter Versuch, perfekt. Dann könnt ihr zum Beispiel sowas wieder in die Völker zurückhängen. Mittelwände gehen auch, Leerrahmen gehen auch. Das kommt letzten Endes dann drauf an, was man haben will oder aber auch, was man eben gerade zur Verfügung hat. Eine kleine Abweichung zu dem, was sonst so die Honigernte eben angeht. Normalerweise steht ja in Fachbüchern drin, dass Honig geerntet wird, wenn er reif ist. Was viele Berufsimker machen, ist dann, wenn man den Honig halt komplett erntet, wenn er reif ist und die Tracht vorbei ist, wenn man alles rausnimmt, dann hat man das Problem, dass die Bienen künstlich gefüttert werden müssen. Während der Saison mit Zuckerteig, ein Bienenvolk frisst 500 Gramm Honig jeden Tag.
Jetzt gibt es halt die zweite Version, das ist das, was ich mache mit der regenerativen Bienenhaltung. Ich habe einfach das Konzept rumgedreht und sage halt, hey, mein Honig ist ein Ticken teurer, um sozusagen den Ernteausfall wieder finanziell wettzumachen. Aber ich ernte immer erst dann den Honig, wenn die nächste Tracht bereits schon beginnt oder noch am Laufen ist. Heißt jetzt zumindest so für meine Region, ein Obstblütenhonig wird geerntet, wenn Blütenhonig reinkommt. Blütenhonig wird geerntet, wenn wir die Linde reinbekommen oder die Sommertracht. Und Sommertracht und Linde wird geerntet, wenn dann Wald oder Spättracht reinkommt. Jetzt in der Sekunde ist gerade die Goldrute und die indische Balsamine offen und natürlich auch diese Leppertrachten im Spätjahr, die jetzt aber erstmal nicht so ins Gewicht reinfallen. Also man redet ja immer von den Massentrachten. Bei uns, wie gesagt, ist jetzt die Balsamine und die Goldrute. Dass Wald dieses Jahr ausgefallen ist, war schon im letzten Jahr klar, weil da hat es einfach zu viel geregnet und die Lauspopulation von Bäumen weggeschwemmt. Was ich jetzt hier ernte, ist in der Tat ein Sommerblütenhonig, den die Bienen aber schon vor ein paar Wochen eingelagert haben. Und ich habe den die ganze Zeit auch drin gelassen und halt gesagt, liebes Bienenvolk, wenn du Hunger hast, dann bedien dich doch von deinem gesammelten Honig. Jetzt in der Sekunde geht dann die Goldrute richtig auf, bringt auch in der Sekunde gerade gar nicht so wenig Honig rein. Also habe schon schlechtere Jahre erlebt im Spätjahr. Bedeutet, wenn ich jetzt meinen Honig rausnehme, hat das Bienenvolk nicht diese künstliche Ernährungsphase durchgelebt. Ja, die haben ja sozusagen nach Verblühen der Linde alles schöne voll gehabt. Die Linde hat bei uns jetzt nicht so gut reingehonigt. Das heißt, das ist hier ein Mischhonig, Sommertracht, Linde mit dabei, aber eben auch die ganzen Sommerblüher. Und ich hätte es eigentlich schon abernten können vor ein paar Wochen und habe das, wie gesagt, aus den Gründen des sonstigen Zufütterns nicht gemacht. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Methode, um einfach mit seinem Bienenvolk über ein Jahr nicht in diese Probleme reinzukommen. Es ist allerdings auch manchmal so, dass wenn man diese Methode anwendet, für einen Imker einfach nichts mehr übrig bleibt. Stellt euch mal vor, 500 Gramm Honig fressen die Tiere jeden Tag. Ja, wenn wir jetzt halt mal eine Zwischenphase haben von, lasst es mal 3 Wochen sein, wo die Bienen draußen einfach viel zu wenig finden, dann haben wir halt 3 Wochen lang, eine Woche sind es 3,5 Kilo. 14 Tage haben wir schon 7 Kilo Honigverbrauch. Ne? Und je nachdem, wie lange so eine Phase geht und wie groß euer Bienenvolk ist, wie das Fressverhalten wirklich ist, also im Realen, die 500 Gramm sind ja nur dieser Durchschnitt, dann kann halt wenig Honig übrig bleiben für den Imker. So, genug geredet. Ich glaube, ich fange einfach mal an. Dann seht ihr ja auch, wie das bei mir funktioniert. Keine Bienenflucht, sondern wirklich die direkte Honigernte. Mit dem Besen hat einen tollen Vorteil. Und zwar haben wir dann den Honig ziemlich warm. Und wenn wir den direkt schleudern, bekommen wir den auch im Regelfall gut aus den Waben raus. Also das Ding ist schon mal richtig schwer. Und wir können auch hier gleich den Honigraum aufmachen. So ein bisschen pissig Simse. Dann rauchen wir doch da nochmal kurz rein. So, dann blätteln wir mal das ganze Ding hier durch. Also hier haben wir erstmal unseren Wabenhonig, den die Bienen immer noch nicht so wirklich voll gemacht haben. Die Frage ist natürlich, ob er dieses Jahr besser wird, weiß man nicht. Ist noch nicht ganz verdeckelt. Beim Wabenhonig geht es immer um die komplette Verdeckelung. Alles, was nicht verdeckelt ist, wird ja später zum Tropfhonig. Übrigens, nur weil die Zelle verdeckelt ist, heißt das nicht, dass der Honig reifer ist in der Zelle. Aber für einen warmen Honig sieht halt was voll Verdeckeltes optisch halt viel schöner aus. Das da zum Beispiel. Da kann ich schöne Stücke rausschneiden für die Kunden. Aber das da hier, was wie gesagt denselben Wassergehalt jetzt heute hat, wie das Verdeckelte, das geht dann in den Tropfhonig rein. Ja, Naturwaben lassen sich auch nicht wirklich abschlagen. Und da kommt dann der Besen in Einsatz.
Für den Besen nehme ich ganz kleine Pinselstriche schnell hintereinander. Und nur auf den Holzseiten könnt ihr den Besen durchziehen. Wenn ihr das mit einer Wabe macht, das Durchziehen, dann würden eure Bienen sich dran verletzen. Naturwaben abzufegen ist übrigens komplizierter wie Mittelwände. Weil ihr seht, die Bienen haben da überall diese Lücken drin. Aber gut, haben wir auch hinbekommen. Nochmal eine. Mit dir. Und nochmal eine. So. Wabe 1 haben wir schon mal. Jetzt gehen wir da mal systematisch durch. Wabe 2, wunderbar. Futterwabe, 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 Futterwabe. Und nochmal Futterwabe. Bleibt alles im Bienenvolk. Der Winkel ist wichtig. Wenn ihr fegen tut, ist der Winkel ganz wichtig, um keine Bienen zu verletzen. Und wenn hier mal Bienen drinstecken in der Wabe, dann klopft ihr ein bisschen auf die Wabe, dann kommen die Bienen wieder raus. Funktioniert nicht immer, aber erstaunlich oft. So, was machen wir jetzt mit der Wabe hier? Ich nehme sie auch raus, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich sie jetzt nicht rausnehme, dann gibt es kein Wabenhonig von diesem Bienenvolk dieses Jahr. Bei jeder Honigernte, wo ich mache, bleibt immer mehr als genug Honig auch drin. Ich gehe das gleich mal so im Groben gleich durch, was ich jetzt dem Volk erstmal drin lasse. Und wie gesagt, bedenken, dass die Bienen hier gerade eine Tracht haben. Wenn die Bienen gerade in der Sekunde eine Tracht haben, muss man ganz besonders aufpassen, was für Waben man dem Volk entnimmt. Wir möchten ja nicht irgendwelche unreifen oder Nektarwaben dem Volk entnehmen und das schleudern. Wir wollen den richtigen Honig. Da gibt es eigentlich eine gute Methode, sage ich mal. Kauft euch ein Refraktometer. Und der Refraktometer, den könnt ihr benutzen, um den Wassergehalt zu bestimmen. Das ist halt die wissenschaftliche Methode dabei. Und wenn man das gut kann und schon viele Jahre gemessen hat, die verdeckelten Zellen oder unverdeckelten, dann hat man das ungefähr im Gefühl. Und wenn man es im Gefühl hat, dann reicht es tatsächlich aus, am Bienenstand einfach den Honig mal zu probieren. Jetzt hat man kurz der Finger in die Wabe reingebohrt und dann kann man den Wassergehalt ungefähr bestimmen. Und kommen dann auch nicht in die Gefahr, dass man unreife Waben aberntet. Übrigens, ich kann auch nicht in jedem Video alles sagen. Normalerweise mache ich ja Imkerkurse, aber die gehen halt auch einen ganzen Tag. Und diese Videos, wo ich hier mache, die geben ja immer nur Sequenzen von meinem Arbeitsleben wieder. Und deswegen denke ich mal, mache ich auch die nächsten Jahre hier immer wieder dasselbe. Und versucht es dann jeweils immer aus anderen Blickwinkeln durchzugeben. Und ich denke, wenn ich jetzt hier 5 verschiedene Honigernten euch mal aufs Band bringe, dann ist da immer wieder irgendwas Neues dabei, wo man dann vielleicht auch mitnehmen kann. Die Waben hier sind alle ausgezeichnet. Also ich bin total überrascht von dem Bienenvolk. Andere Bienenstände waren jetzt nicht so ergiebig. Man muss aber auch sagen, klar, das ist ja hier mein Firmensitz-Bienenvolk. Das ist ja die Waschmaschine. Und die dürfen auch immer anderen Honig ausschlecken. Das Entdeckungswachs zum Beispiel. Das kriegen die immer wieder reingefüttert. Und da haben wir einfach ein bisschen prozentual jetzt halt auch Honig drin.
der von mir zugefüttert worden ist. Eine Leerzarge brauchen wir. Da war ich jetzt schlecht vorbereitet. Weil ich hätte mir noch ein paar mehr Leerzargen hinstellen sollen. So, jetzt seht ihr, was ich meine. Ich habe jetzt hier ein paar Honigwaben abgefegt. Jetzt gehen wir nochmal hier über diese Stelle drüber auf der Haut. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video sieht. Ich habe ja vorhin da auch nochmal so lange gepinselt. Da war noch nicht dieser Klebefilm drauf. Den Klebefilm habe ich jetzt definitiv drauf. Ob man das sieht, dass es klebt, weiß ich nicht. Aber man fühlt es. Und wenn man danach dann hier drüber geht, das ist alles verklebt. Und jetzt wisst ihr, der Besen. Ab ins Wasser. Schwenkt man den ein bisschen aus. Danach schlagt man den aus. So, wenn das ganze Ding ausgeschlagen ist, haben wir wieder Zeit zum Trocknen und benutzen in der Zwischenzeit den nächsten Honigbesen. Diese Lücken, wo da drin entstehen, das ist das, wo ich vorhin meinte mit der Kiste der ausgebauten Waben. Wenn ich jetzt bei einem Bienenstand bin, würde ich jetzt sozusagen die Lücken direkt wieder auffüllen mit den gewünschten Waben. Da es hier bei mir jetzt am Firmensitz ist, kann ich den Honig einfach ausschleudern und dann die ausgeschleuderten Waben direkt dem Bienenvolk wieder zurückhängen. Und dann kann ja die Honigsaison weitergehen. Ne, ist aber hartnäckig hier. So, raus. Wenn das Wetter nochmal so bleibt, wie es jetzt ist, ein bisschen Regen und dann der Rest richtig Hitze, dann bekommen wir hier nochmal eine Spättracht rein. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man diese Spättracht aberntet oder wenn es ein guter überwinterungsfähiger Honig ist mit nicht so viel Glukosegehalt beziehungsweise mit einem Honig, der im Winter nicht stark ausgrundiert. Wenn man das hat, kann man sich überlegen, ob man das drin lässt in Bienen, das Winterfutter, oder vielleicht die Hälfte nur rausnimmt oder auch sagt, man erntet nochmal richtig ab. Das muss jeder selber wissen. Ich lasse immer von dem letzten Honig, also bei dem letzten, was die Bienen mir einsammeln, egal was es ist, hängt es ja zeitabhängig, jahresspezifisch, das letzte, was ich rausholen könnte, bleibt größtenteils drin im Bienenvolk und dann brauche ich gar nicht so viel Zuckerwasser. Ganz leicht ist er schon verklebt. Im Regelfall ist es tatsächlich so, mit einem Besen geht er über Maximum 3, 4, 5 Waben rüber und das ganze Ding fängt schon an leicht zu kleben. Und wenn ihr mal offene Zellen damit abfegt, dann geht es sogar richtig schnell mit der Kleberei. Dann kann das euch schon nach der zweiten Wabe passieren, je nachdem wie eure Besenführung ist. Also wenn ihr mehr Völke habt zum Abernten, dann ist es auch nicht unklug zu sagen, man nimmt halt ein paar mehr Besen mit. Wichtig zum Abschluss ist noch, die Honigernte solltet ihr nicht auf einen Durchsichtstermin legen. Das sollte man wegen der Räuberei einfach getrennt behandeln und entweder den Honig abernten oder die Volksdurchsicht machen. Beides zusammen, das passt wirklich schlecht. Ich hoffe, dass ihr hier folgen konntet. Ich weiß, ich glaube, ich habe es ein bisschen komisch erklärt heute. Ich muss sagen, ich war nicht in der besten Verfassung. Ich habe immer noch diese Diskussion offen mit der Stadt Karlsruhe zum Thema meiner angeblich illegalen Bienenweide, Hochbeet-Trockenmauern in den Permakulturen. Das befasst mich momentan ein bisschen. Ihr könnt es auf meinem YouTube-Kanal euch angucken unter
die, ich glaube, ich habe das geschrieben unter Videos der vorgestellten, externe Videos, Bivital-Vorstellungen. Es ist eine Playlist, müsst ihr mal hier in dem Kanal gucken. Dann wisst ihr, warum momentan meine Gedanken wo, also ein bisschen woanders da gerade sind. Nämlich bei der Stadt Karlsruhe und wie ich jetzt mit dem Thema umgehe. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir hier trotzdem ein schönes Video Honigernte euch gezeigt haben. Entschuldigt, dass ich es etwas kreuz und quer erklärt habe möglicherweise. Das nächste Mal mache ich es besser und ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag. Für die Bewertung von dem Bienenvolk gibt es nichts, aber wir schreiben hier im August beim Honig ein H rein, damit wir wissen, dass wir die Honigernte gemacht haben. Und jetzt kommt's, habe ich vergessen, dass ihr wisst, wie viel Honig ich jetzt diesem Bienenvolk gelassen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Waben in dem deutschen Normalmaß. Gehen wir jetzt mal von, weil die alle schön gefüllt sind, von 2 Kilo mal im Durchschnitt aus pro Wabe. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die Bienen haben 12 Kilo und am 8. ist meine nächste Durchsicht. Ich habe auf jeden Fall mal sichergestellt, dass bis zum nächsten Kontrolltermin die Bienen mehr als genug Honig haben. Wenn ich jetzt das ausgeschleudert habe, dann gehen die Waben hier wieder in die Seiten rein und danach geht dann das Bienenjahr bei mir weiter. Bis zum nächsten Video. Ciao.